Umgang mit Vehemenz. Manchmal gibt es Menschen, die werden sehr vehement, sie werden sehr massiv und sehr drastisch. Da kannst du überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Manchmal kannst du feststellen, wenn jemand etwas mit Vehemenz sagt, aha, es ist ihm oder ihr sehr wichtig. Dann kannst du überlegen, ja, könnte man dem Anliegen von ihm, was er mit einer solchen Vehemenz weitergibt, gerecht werden. Manchmal musst du feststellen, dass die Vehemenz nicht angebracht ist und du bleibst trotzdem bei dem, was du tust. Und manchmal wirst du einfach, weil es dem Menschen ein Herzensanliegen ist, schauen, wie du sein Anliegen berücksichtigst. Natürlich, wenn es der Chef ist, der etwas mit Vehemenz will, dann solltest du jetzt zügig in die Gänge kommen. Und wenn es jemand ist, der mit Vehemenz vor etwas warnt, dann musst du überlegen, ist das vielleicht berechtigt? Es ist gar nicht selten, dass Katastrophen passieren, weil jemand eine Warnung eines anderen missachtet hat. Und manchmal kann man vor großem Schaden bewahrt werden, wenn man die Vehemenz eines anderen als Signal sieht, aha, da könnte etwas vorliegen.